Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem erfreulichen Mittwochvormittag oder falls ihr das von anders seht, dann halt entsprechend dem jeweiligen Tag angepasst. Jedenfalls hat man angekündigt von Seiten von Paradox, dass der Patch 1.4 Azure tatsächlich schon nächste Woche kommen soll. Ich habe vor eineinhalb oder Monaten war die Rede noch von Mitte Sommer, Ende Sommer und das wäre dann in Schweden irgendwann Juli, August gewesen, wo man den Patch eigentlich bringen wollte. Hat sich jetzt dann dazu entschieden, den Patch jetzt schon zu bringen. Das kann viele Gründe haben. Zum einen kann es sein, dass man sich dazu entschlossen hat, weniger in den Patch reinzupacken und dann dafür mehr in Patch 1.5 zu bringen. Oder was ich persönlich eher denke, dass man das DLC im August, September releasen möchte. Dass es eben nicht über ein Jahr ist, seitdem dann das Spiel gedroppt ist, dass quasi ein Jahr oder über ein Jahr kein großes DLC gab. Dass man quasi sagt, okay, wir möchten es wenigstens vorher bringen. Und damit man noch genug Zeit hat, dann eben auch als Patch 1.5 und auch genug Content reinpacken kann. Dass man dann Patch 1.4 jetzt einfach hier so lässt, wie er ist. Mit all dem, was da drin ist, was ich auch heute nochmal erzählen werde. Oder natürlich nächste Woche dann die ausführlichen Patch-Notes schauen wir uns dann gemeinsam auch nochmal an. Jedenfalls, trotz allem haben wir jetzt auch hier nochmal ein paar interessante Sachen drin. Also ich finde es erstmal gut, dass man den Patch jetzt schon bringt, weil neue Sachen sind immer gut, aber egal. Es gibt bei Patch 1.4 jetzt also quasi zu all dem, was ich danach nochmal kurz anspreche, gibt es neue Items. Es sind neue Kopfbedeckungen, neue Haarstyles und ein paar neue Kleidungsstücke für alle. Die gab es nur für ausgewählte Mitglieder der Community, die an einem Event teilgenommen haben, wird jetzt aber für alle freigeschaltet. Warum nicht? Ist immer eine coole Sache. Und das andere, was man noch macht, was auch relativ interessant ist oder auch relativ interessant werden könnte, ich frage kurz gucken, wem fällt hier denn schon was auf, wenn ihr die Karte mal euch so anschaut hier? 1287, 1300, dann nochmal 1300, irgendwie zweimal 1300. Okay. Aber es sollte einem was auffallen. Also mir ist es doch tatsächlich ein bisschen aufgefallen. Und zwar möchte man in Zukunft, dass die KI weniger sinnlose Kriege führt, die zu Border Gore führen, in Anführungsstrichen. Also man möchte quasi der KI mehr logische Aktionen nahelegen, dass sie jetzt nicht einfach so vor einem Stammesherrscher. Stammesherrscher können ja relativ große Gebiete fordern innerhalb kürzester Zeit. Und dann kann es vorkommen, dass sie dann auf einmal Gebiete im Nirgendwo halten und dies, das. Und das ist dann immer relativ hässlich. Das möchte man in Zukunft etwas umgehen. Und ich finde, man sieht das auch hier unten. Vor allem, die Grenzen sind smoother. Die Grenzen sind smoother. Die sind nicht so zerstückelt. Also ich meine, es ist immer noch sehr stückelig. Ja, aber wir alle wissen, wenn man Crusader Kings 3 spielt, die Grenzen sind teilweise der reine Border Gore hoch 10. Also deswegen finde ich das schon mal relativ interessant. Mal gucken, wie sich das auch entwickelt. Mit der generell ist immer eine interessante Sache. So, mehr gibt es auch gar nicht heute zu sagen. Wie gesagt, diese Information, dass jetzt der Patch schon nächste Woche kommt, was ich ja positiv finde, was jetzt für mich einfach darauf schließen lässt, man ist mit dem Ding zufrieden und man möchte dann eben mehr Inhalte in Patch 1.5 mit reinpacken, also quasi kostenlose Inhalte. Ist ja quasi immer diese Masche, die Paradox da auch fährt, zu einem großen DLC ein großes Update mitbringen, wo häufig Features drin sind, für die man dann rein theoretisch ein DLC bräuchte, um sie wirklich auch nutzen zu können, dass man quasi genötigt wird, 30 Euro auszugeben für ein DLC, was schon echt krass viel ist, wenn ich nochmal drüber nachdenke, aber ja. Vielleicht ist ja das so ein großes, fettes DLC, dass wir uns da auch alle drauf freuen können. Mal gucken. So, was erwartet uns jetzt noch mit Patch 1.4? Ich habe es ja bereits vieles angesprochen. Zum einen gibt es die überarbeitete Kriegsführung. Das heißt zum Beispiel, ihr startet direkt am Anfang des Spiels bereits mit professionellen Truppen. Je nachdem, welchen Rang ihr bekleidet. Ein Kaiser hat natürlich mehr professionelle Truppen als ein Bauer. Dann haben wir eben auch das Rework bei der Kriegsführung selber. Und zwar ist es in Zukunft so, dass Festungen erst über Zeit wieder Garnisonen generieren. Das heißt, im Krieg ist es deutlich einfacher, Festungen zurückzuerobern. Wird interessant, wie das Ganze sich ausspielt auf der Kriegsführung. Auch die KI hat nochmal in der Kriegsführung ein generelles Rework, ein generelles Balancing-Update erhalten oder wird erhalten, um eben mit diesen Neuerungen, mit diesen Änderungen auch nochmal klarzukommen. Dann haben wir natürlich das neue Übersichtsfenster bei den Kriegserklärungen. Sehen wir dann quasi in Zukunft besser, wer erklärt mir den Krieg, wie stark ist er oder ich erkläre den Krieg. Das Menü wird quasi schöner gestaltet, wird mehr Informationen bieten, habe ich ja auch schon vorgestellt in einem Death Diary vor 2 Monaten oder so. Ist auch schon wieder ewig her, wenn das mal so überlegt, wie schnell die Zeit auch vergeht. Und deswegen jetzt nicht böse sein, dass ich euch das jetzt nochmal alles extra reinhole, weil ich habe das schon mal alles extra angesprochen. Das ist einfach nur nochmal die Kurzform. Ansonsten, wer das wirklich sich nochmal alles in Ruhe anschauen möchte in dieser CK3 News Playlist, sollte die auch eigentlich alle Death Diaries finden. Also da packe ich hier mal alles rein, da könnt ihr euch das auch nochmal alles in Ruhe anschauen. Und ja, ansonsten gibt es noch, soweit ich weiß, was war noch mit drin?
Ah ja, stimmt. Neue Ereignisse bei Kindern gibt es. Hier die Kindheit, Childhood. Ich habe mir jetzt doch nochmal dazu entschlossen, kurz ein paar Dev-Diaries mit rauszusuchen. Und zwar gibt es viele neue Events, die man machen kann mit Kindern, wenn man selber noch ein Kind ist. Da gibt es verschiedene neue Events. Das wird bestimmt relativ interessant. Dann natürlich das eine Feature, was sich auch alle gewünscht haben, oder was sich eigentlich jeder gewünscht hat, dass man in Zukunft auch in der Lage sein wird, wirklich nur die Man-at-Arms, also quasi nur die professionellen Truppen auszuheben, also abgespaltet von den Levies, von dem billigen Bauernpöbel, der einfach nur Geld kostet und nichts bringt. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Features wahrscheinlich im gesamten Patch, wenn ich das so für mich selber wahrscheinlich mit betrachten würde, wahrscheinlich für viele andere auch, weil dieses ganze Levi-Zeug, das braucht wirklich keine Sau. Also braucht man schon, aber später, es gab auch die Frage, warum das so gut ist, warum ist das so wichtig? Das ist ja aktuell so, wenn man Krieg führt, zum Beispiel seid Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und möchtet euch im Osten etwas erweitern mit gegen die Grafschaft von Böhmen, die noch existiert mit einer kleinen Provinz und 500 Mann. Da müsst ihr, um eben gegen diese 500 Mann Krieg zu führen, eure gesamte Armee ausheben. Das ist halt super ätzend. Das ist totaler Blödsinn. Da reicht es auch, wenn man die 2000 Man-at-Arms aushebt. Die sind dafür auch in der Lage. Man spart sich eben das Geld für die ganzen Bauern. Weil wenn, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ein Kaiser damals dann gesagt hat, okay, ich hebe jetzt meine 50.000 Mann aus, um gegen 500 Bauern zu marschieren. Totaler Quark. Also von daher ist es ein Must-Have-Feature eigentlich. Es ist auch wirklich gut, dass es jetzt dann kommt. Und ich denke mal, die meisten werden mir da auch zustimmen. Dann gibt es noch neue Trades, beziehungsweise nicht neue Trades an sich, sondern eher so die aktuellen Trades werden ein bisschen ausgebaut. Gibt neue Events, es gibt neue Ereignisse, neue Stresssituationen, wo ihr Stress erhalten könnt, wie ihr Stress verlieren könnt. Es soll mehr realistischer werden und es soll dann auch auf die Aktion des Charakters besseren Einfluss nehmen. Also wenn ihr zum Beispiel eine gutmütige Person seid und bringt jemanden um, wird es deutlich schwerwiegender sein, als es aktuell der Fall ist. Außerdem gibt es da neue Events, die dann halt auch ermöglichen, Stress zu bekommen oder auch Stress zu verlieren, die aber auch wieder Vorteile im Spiel selber bieten. Außerdem gibt es neue Aktionen, die ihr ausführen könnt. Zum Beispiel kann man dann bald Hooks, also quasi Druckmittel, aufgeben. Oder man kann Druckmittel oder erzwingen, also man kann zum Beispiel jemanden zwingen, Druckmittel auf einen selber aufzugeben. Was ein relativ wichtiges Feature ist, weil es sehr häufig vorkommt, dass sich Ratsmitglieder dann eben einen Platz im eigenen Rat snacken mit irgendwelchen Druckmitteln, die sie mal irgendwo unter der Couch gefunden haben. Und da ist es interessant eben zu sehen, wie sich das umsetzen wird. Es gibt auch, wie man hier sieht, Tyrannei. Das heißt, es wird wieder ein bisschen Mimimi geben. Es ist immer eine schwierige Sache natürlich. Aber gut, man kann der KI natürlich auch nicht immer, oder man kann dem Gegner auch nicht immer erhoffen, dass man da alles kostenlos bekommt. Soll ja auch irgendwo challenging sein. Challenge bleiben. Dingskirchen, ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir hier auch nochmal das neue Declare War Fenster. Sieht relativ schön aus, habe ich auch schon mal gezeigt. Ne? Wir sehen hier eben genaue Anzahl der Truppen, wie viel Gold jeder hat, auch wenn ich das mit dem Gold persönlich kritisch finde. Wir können auswählen meine persönlichen Claims. Dann sehen wir hier, welche Claims wir alle hätten. Und mal gucken, was es da noch so alles gibt. Das schauen wir uns natürlich alles in Ruhe an. Jedenfalls ist es ein Improvement, finde ich schön, haben sie gut gemacht, bin ich zufrieden mit. Kann auch gerne noch mal irgendwie weiter ausgebaut werden mit Spionage oder so. Die dynamischen Söldnerkosten, auch eine Riesenänderung, darf man auch nicht vergessen, ist wieder fast verdrängt. Das sind doch wieder relativ viele Sachen, die auch mit dem Patch reinkommen. Die dynamischen Söldnerkosten, die dazu sorgen oder dafür sorgen sollen, dass man als großer Kaiser nicht einfach alle Söldner der kompletten Karte anheuern kann für ein kleines Geld, sondern dass man halt auch quasi gefordert ist, dass man da auch wirklich gezielt gut die Söldner einsetzt. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich ein kleiner Bauer ist, kann man die Söldner billiger anheuern. Ist eigentlich vor allem ein bisschen balancing-technisch wichtig, einfach damit man eben auch die kleinere Nation oder ein Spieler der kleineren Nation spielt, die Chance gibt, gewisse Sachen auch zu überleben, wenn er mal größere einen Krieg erklärt, weil man halt billiger Söldner anheuern kann als der Gegenüber. Auf der anderen Seite begründet man das damit, dass man natürlich, wenn ein Kaiser Söldner anheuert, natürlich mehr zahlen muss, als wenn ein Graf Söldner anheuert. Problem ist nur, wenn jetzt natürlich der Graf mit dem Kaiser im Krieg ist, weiß ich nicht, ob die Söldner noch für das kleine Geld dem Graf unterstützen würden. Aber egal, ist heute nicht so wichtig. Dann natürlich das neue Garnisonssystem, habe ich ja schon mal gesagt. Wenn eine Belagerung vorbei ist, dann verlieren die natürlich die Manpower, muss ich erst quasi wieder aufsteigen. Und dann auch das große Faction-Update, das habe ich ja auch schon gesagt, das fand ich auch sehr interessant, habe ich schon wieder vergessen, ey, krass. Das neue Faction-Update, was dafür sorgen wird, dass es in Zukunft deutlich schwieriger sein wird, mit Fraktionen klarzukommen, da die Fraktionen in Zukunft, sobald eine quasi einen Aufstand anzettelt, die Schwelle für alle anderen sinkt. Das heißt, sobald zum Beispiel eine bei 100% ist, ein Aufstand startet und die anderen müssten 80% erreichen, um ebenfalls einen Aufstand zu starten, sinkt die Schwelle, während man in diesem Bürgerkrieg drin ist, steckt für alle anderen Fraktionen auf 60 oder 40 oder 20% runter. Das heißt, wenn man nicht aufpasst, ist man mit einem Schlag mit dem kompletten Reich im Krieg. Ist vor allem für die Spieler schlecht, die einfach nur dumm und blöd expandieren, so wie ich. Grüße an mich selber gehen raus.
Wird relativ interessant. Also, damit habe ich jetzt auch, glaube ich, alle großen Änderungen abgeklappert. Noch ein bisschen Modding-Änderung, ein bisschen Multiplayer-Änderung, Stability, dies, das, Ananas, aber wirklich ein geiler Patch, wie ich das bis jetzt sagen kann. Ich denke mal, ihr werdet das auch so sehen. Wenn nicht, gerne ab in die Kommentare. Ansonsten auch gerne ab in die Kommentare, was euch an dem Patch denn gefällt. Was sagt ihr, ist ein geiler Patch? Erwarte ich viel von. Und was freut ihr euch am meisten? Das würde mich mal persönlich interessieren. Ich habe euch jetzt hier nochmal alles zusammengeklappert. Wir werden uns dann nächste Woche alle Neuerungen im Detail nochmal anschauen. Und dann geht es ab nächste Woche wahrscheinlich schon weiter. Oder ab übernächste Woche geht es dann weiter mit den Dev Diaries für Patch 1.5 und den dazugehörigen DLC Royal Quartz. Genau. Und dann geht es da weiter. Ansonsten bedanke ich mich jetzt bei euch allen fürs Zuschauen, wünsche euch noch alles Mögliche und bis zum nächsten Mal rein. Tschüss.